Das ist ein wunderbares Klezmer-Konzert und wir fangen, was Gott, jüdische Zeit. Jüdische Zeit ist ungefähr zwischen 7 und 8. Es gibt zwei Termine, eins ist 7, eins ist 8. Kein entschlossen, 7:30 ist vielleicht gut, so ein Kompromiss. Da manche Klezmer sind schon da. Meistens die Deutschen sind da, sie sitzen. Die Jüdischen, die kommen noch, die entscheiden, ob die wollen spielen. Das ist ein typischer Klezmer-Konzert. Und ich freue mich, Sie zu begrüßen zu diesem Konzert innerhalb ISAM, Internationale Sommerakademie für Musik in Michelstadt. Die erste, das ist unsere erste und da kommen noch weiter in der Zukunft. Aber dieses Jahr haben wir was Spezielles, das ist über Klezmer-Musik. Und heute war auch im jüdischen Kalender, war das auch ein besonderer Tag. Weiß jemanden, was das ist heute? Heute ist 9. Av und Av ist unsere jüdische 11. Monat. Im 9. Av, zweimal in der Geschichte, und zwar einmal im Jahre 500, ungefähr 550 bevor Christus, so bevor unsere gewöhnliche Zeit, da ist der erste Tempel in Jerusalem, heilige Tempel, zerstört von der Babylonien. Die babylonische Armee hat das verbrannt und zerstört und hat das ganze Volk Israel nach Babylonien genommen. Das genau passierte am 9. Av. Und Av ist unser 11. Monat. Und genau später, in den Jahren 412, bevor, wie man sagt, unsere Zeitrechnung, ist der zweite Tempel, ist der zweite Tempel gebildet, aber im Jahre 70 zu unserer Zeitrechnung ist der zweite Tempel zerstört, zweite Tempel von der römischen Armee. Ist verbrannt und das war genau am 9. Av. Und heute war so ein Trauertag, das ist so ein nationaler Trauertag, aber jetzt ist das vorbei, weil das ist jetzt Abend, fast Abend. Wenn da drei Sterne sind, da gibt es einen neuen Tag, da kann man schon feiern und musizieren und Musik machen. Warum sage ich das, warum erzähle ich mit dieser traurigen Geschichte über den 9. Av? Weil wegen dieser Zerstörung von Tempel ist das bekannt bei Judentum, dass Musik im religiösen in der Synagoge war verboten. Für tausende von Jahren, für hunderte Jahre, Musik war verboten. Man durfte keine Musik machen. So im Gegenteil, zum Beispiel hier, wo man engagiert, so Hans-Joachim Dumayer, Kantor, der bekommt ein Gehalt, um zu spielen. In Gottesdienst, für Juden darf man keine instrumentale, besonders instrumentale Musik in Gottesdienst benutzen. Man kann natürlich Kantos benutzen mit Gesang und gab auch verschiedene gute Kantoren, aber instrumentale Musik war eigentlich verboten. Die einzige Möglichkeit zu musizieren bei Juden gab es zwei Möglichkeiten und die waren die jüdische Hochzeit und ein Fest, das heißt Purimfest. Purimfest ist so ein verrücktes Fest, darf man alles machen und da durfte man auch musizieren. Und allerdings in Hochzeiten, wo Braut und wie sagt man, Braut und Bräutigam müssen fröhlich sein, da musste man auch Musik machen und die Rabbiner konnten das nicht verbieten an die Leute. Und deswegen haben wir heutzutage, was wir nennen Klezmer-Musik, das ist jüdische Hochzeitmusik. Stammt in ungefähr 12. oder 13. Jahrhundert hier in Europa, in Mitteleuropa, in Rheinland und auch in der Süddeutschland. Das waren die Leute, nannte man Spielmann oder Spielmänner, aber auch langsam hat man die genannt Klezmer. Klezmer, das ist so ein
von Hebräisch Kli heißt Instrument und Semer heißt ein Song, ein Melodie. Und dieses Instrument von Melodie ist eigentlich der Spieler von der Musik von Klezmer. Also wir sprechen hier von Hochzeit. Hochzeit ist wichtig nicht nur für Juden, sondern für alle. Und man fragt sich, in der Talmud steht, Gott hat die Welt geschaffen in 6 Tagen. Und was hat er gemacht? Seitdem. Der sieht sich langweilt, oben, hat nichts zu tun. Und man sagt, eigentlich in Talmud, man sagt, Gott sitzt da und verkuppelt die Leute. Der ist so ein Schatchan. Auf Hebräisch heißt er Schatchan. Der findet einen jungen Mann, eine junge Frau, die treffen sich plötzlich. Die denken, das ist ein Zufall. Nein, das ist nicht Zufall, das ist von oben bestimmt. Deswegen, die Hochzeit ist ja so wichtig und es gibt ein Gebot, dass man der Bräutigam und die Braut glücklich und fröhlich machen muss. Und heute werden wir gehen durch 2 solche Musikprozesse von Hochzeit. Eine, wir fangen an mit einem modernen, wie man so das in Israel macht, mit schönen Melodien. Und danach haben wir im Programm zwei wunderschöne Klezmer von Los Angeles. Der eine ist Josh, der Los Angeles Trompetspieler. Und wir haben noch einen fantastischen Pianist, Sharon Kushner auch. Und die sind auch professionelle Musiker. Die spielen viel Klezmer, die werden ein bisschen spielen. Wir haben noch als Gast, haben wir den Leo Celiapo, auch von Los Angeles. Ursprünglich natürlich aus Moskau, aber jetzt in Los Angeles ein ganz berühmter Klezmer, Sie werden sofort hören. Noch dazu haben wir einen wunderbaren Akkordeonspieler, der Radek Bima, Radovan Bima aus Prag. Der ist ein Komponist und er ist in Isam als Kompositionsstudent. Als ich entdeckte, dass er Akkordeon spielt, ich habe gesagt, du musst mitspielen. Akkordeon ist ein ganz typischer Klezmer und man wird das auch merken. Wir haben hier noch eine Pianistin, die jetzt als Flutspielerin spielt. Sie ist auch in unserem Isam, kommt aus Israel, aus Tel Aviv und spielt mit uns. Aber dazu haben wir noch Lokale, die Isabel, Elena und Laura, die sind gekommen hier, um Klezmer zu studieren. Und das war vor 2 Tagen. Ich denke, das war vor 2 Monaten oder so. Aber die spielen so gut nach 2 Tagen, sind wie natürliche Klezmer. Die sind schon so wie eine Klezmer. Also wir können uns schon eine, die Michelstadt Klezmer Kapelle nennen. vielleicht, statt zu viel zu sprechen, wir werden sofort mit Musik anfangen. Aber je nachdem, ich möchte manchmal erklären, wie das geht mit der Musik. Die Musik hat eine Struktur, eine besondere Struktur. Und am Anfang ist das natürlich, Hochzeit fängt mit einem traurigen Moment. Was ist so traurig? Naja, die Braut, jetzt eine junge Mädchen, wir müssen denken, das war nicht jetzt, das war 19. 18. Jahrhundert. Die Braut konnte 14 oder 15 schon sein. Mit 17, sie waren schon zu alt. Ich spreche von 22, die waren schon hoffnungslos. Das ist nicht wie heute. Aber man fängt mit etwas, das heißt Abschied Nigun. Sie sagt Tschüss zur Familie und sie geht jetzt mit ihrem Mann. Sie kennt überhaupt den Mann nicht, weil das ist alles doch verkuppelt. Sie sind von Eltern alles gemacht. Und stell mal vor, sie geht nach Hause, die sieht und sagt, oh, schrecklich, der sieht so schrecklich aus. Aber was kann man machen? Das kann man nicht ändern. So eine Gesellschaft. Außerdem heißt das auch Gassen. Und warum Gassen? Gasse, weil das hat man benutzt, die Melodie, das ist immer in 3/4, so wie ein Walz. Man hat das benutzt,
um alle Gäste zu willkommen zu heißen. Wenn die kommen, dann hören die die Melodie und die kommen rein und da fängt diese Trauung. Aber erstmal fangen wir hier mit Nefesh, das ist so ein Gassenigun. Natürlich, dieses Glas ist schon in ein Papier so gewickelt, damit man sich nicht verletzt, und das ist alles mit Technik. Aber um zu erinnern, dass der Tempel, heilige Tempel in Jerusalem, ist zerstört. Wenn man geht zu heiraten, will man Hochzeit haben und man muss an den Tempel denken. Das ist jüdische Kopf. Und so, es gibt diesen Moment, wo dieses Zerbrechen von Glas
und sofort schreit man Mazel Tov und man fängt mit dieser fröhliche, was man Gott auch fröhlich. Fröhlich kommt von fröhlich und das ist fröhlich ist eine sehr lebendige Musik. Und ich habe noch ein echtes Beispiel. Der Josh, der wird heiraten, der hat schon ein Datum. Wann ist ein Datum? July 6, 2006. July 2, 2006. 7. Yes. July 7, 2006. Sind alle eingeladen. Okay? Schickst du ein Flugzeug? You send a jet to take them? Everybody. Okay. Okay. So, also machen wir so. Du musst über jetzt dein zerstörende Glas. Wir müssen üben, die Mazel Tov schreien und du musst uns 1, 2, 3, 4 geben. Okay? Mazel Tov! Das heißt Siman Tov und Mazel Tov. Mazel Tov ist wissen, dass viel Glück und ein gutes Glück eigentlich. Und Siman Tov sein mit guten Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, dass man heiratet. Wir wissen doch, die ganze Musik das ist über das Leben Zyklus. Es gibt Zyklus, es gibt Geburt, es gibt Hochzeit, es gibt nachher was anderes. Aber alles ist ein Zyklus. Und da spielen wir jetzt Siman Tov und Mazel Tov. Das ist auch eine wunderschöne Melodie. Und alle singen das ist Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov. Okay. 1, 2, 3, 4.
etwas dazwischen, das haben wir nicht darüber gesprochen. Und das ist dieser besondere Moment, wo die Braut kommt mit ihrer Mutter und neue, wie sagt man, die Schwiegermutter. Die kommen, wie sagt man, down the aisle. Und sie nimmt sich Zeit, weil das ist so ein schöner Moment. Und so, und der Bräutigam, der kommt mit seinem Vater und Schwiegervater von der anderen Seite. Da gibt es immer eine sehr schöne Melodie. Normalerweise, das ist ein bisschen langsamer. Und wir werden solche langsamer zwei Melodien spielen. Warum zwei Melodien? Weil vielleicht die nehmen sich viel Zeit. Da muss man zweimal etwas spielen und dann noch einmal ein anderes. Das sind beide sehr schön. Übrigens, diese Musik ist nicht osteuropäische Musik, was wir jetzt spielen, das ist mehr so Mediterranean, so aus Israel, aus Mittelmeer und auch jemenitisch. Es gibt viele Juden, die kommen aus Jemen und die haben diese Musik, wunderschöne Musik mitgebracht. Was für Rhythmus haben wir? Zeig mal den Rhythmus. Ja? Kann man spielen? Hey, oh, I have to speak to him in English. Can you give us the rhythm of Dodili? Kannst du aufmachen, vielleicht die Kamellen wollen rein. Bring mal die Kamellen rein. Nein. Es gibt keine Kamellen draußen, aber wenn die Musik hören, vielleicht kommen die auch. Okay, zwei Lieder gleichzeitig, also nicht zwischendurch. Okay.
haben Text, der von den Propheten genommen ist. Und es steht bei den Propheten, dass im Ende des Zeiten alles gut ist. Man wird hören die Stimme von Braut und Bräutigam. Man spricht von Jerusalem natürlich. Heute und morgen hören wir ganz andere Stimmen von Israel. Man wird was passiert, dass morgen diese Gaza-Sache. Ja? Will man gar nicht darüber denken, aber das einmal wird es ganz anders. Als die größte Fröhlichkeit denkt man die Stimme von Braut und Bräutigam. Das ist die fröhlichste von allen. Und hier haben wir ein Odishama, ein ganz schön Fröhlich. Ganz himmlisch. Das ist nur eine andere Tonleit. Thank you.
Ja, das ist nach der Hochzeit. Nein, die Hochzeit. Das heißt, im jüdischen Religion, das ist das Essen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Essen ist das Wichtigste. Man sieht. Und nach dem Essen muss man ein bisschen Kalorien verlieren. Da gibt es nach viel Tanzen. Und ein von diesen Tanzen heißt Sher. Und Sher kommt von dieser russischen. Ich würde das nicht tanzen. Das mache ich nicht. Aber Sie kennen das schon mit den Beinen, wie man so geht. Schere, weil das wie Schere aussieht. Und Schere, wir würden verschiedene Schere hier auch spielen. Schere war wunderbar, weil man macht mit den Beinen immer dasselbe. Das ist sehr akrobatisch. Und das sieht so wie Schere aus. Aber mit den Händen konnte man verschiedene Sachen machen. Und da war eine Tradition. Sogar ein Schneider würde das tanzen, aber die Bewegung von dieser Fado, ja, und Nidel und Fado weitermachen und die Schuhmacher werden auch tanzen und werden so ein. Und die Kellnerin und so, die werden mit Glasgläser und so tanzen. Das war ziemlich schön und akrobatisch, man sollte das können auch. Jetzt will ich. So, am Anfang spielt man nicht Scher, aber Scherele. Scherele ist dieses kleine Scher, okay? Ist oh, ganz. Übrigens, wer tanzen möchte, das. Ich glaube, Anzi kann man in der Kirche tanzen. Erlaubt das Gott, erlaubt Gott in der Kirche zu tanzen. Ja. Okay. Ich tanze nicht, weil ich muss spielen. Okay.
Mal sehen, ob ihr das kennt. Kann man mitklappen und mitsingen, auch wenn man nicht kennt. Tradition von heißt Nigun. Nigun ist Melodie. Und Melodie, man spricht von Gesang, singen eine Melodie, aber es gibt niemals nur ein Nigun. Es
immer heißt Nig und Tanz. Weil Singen und Tanzen sind beide wie Beten. Beten, das ist ein Gebet. Man benutzt die Stimme und auch den ganzen Körper als Gebet. Und das ist moralisch. Das andere Tanzen vielleicht ist unmoralisch. Diese, wenn man als Gebet benutzt, das ist sehr moralisch. Und so denken auch die Chasside, weil man muss, die denken, dass man muss Gott dienen, mit ganzer, nicht nur Seele, aber auch mit ganzem Körper. Mit alles, was man macht. Deswegen, ein Tanz ist heiliger Tanz. Nigun ist heilige Nigun. Und deswegen gehen wir immer am Anfang langsamer und das wird nachher zu tanzen. Das ist ein Prozess. Das ist so ein innerlicher Prozess. Okay, jetzt haben wir nur einen Moment, bevor ich vermisse hier. Wie ich gesagt habe vorher, nicht alle Melodien kommen aus der osteuropäischen Tradition, sondern hier gibt es auch eine aus der spanischen Tradition. Und eben habe ich das verloren. Eine sehr interessante Sache. Viele Melodien, auch von Klezmer und von Gebet, kommen als ursprünglich von volkstümlichen Melodien, die nicht jüdisch sind. Zum Beispiel, wenn ich hier unser Gebet nach dem Tisch, es gibt so ein besonderes Gebet nach dem Tisch, wir werden alle rennen zu grünen Baum und Bier bestellen. Warum? Weil das alles klingt wie Bier. Melodien. So bedankt man Gott für das Essen. Wie diese Art Melodien. Und Juden haben immer gesammelt Melodien von diesen, wo die waren, und haben das immer verwandelt mit neuen Texten. Und zum Beispiel hier haben wir eine Melodie aus Spanien, das ursprünglich ein Liebesgedicht La Rosa in Florenze, und die haben das ein Gebet, Nachtischgebet, nach dem Essen spielt man das, und das ist eine schöne spanische Melodie aus dem Mittelalter.
Ich weiß es. Zwei israelische wunderschöne Lieder. Eine heißt Bashana Abba'a. Ob das jemand kennt, das nächstes Jahr. Im nächsten Jahr wird alles in Ordnung sein. Heute ist das schlecht. Nächstes Jahr werden alle Kinder spielen, Frieden, Früchte und Gemüse und alles wird wunderbar. Das haben wir uns versprochen für lange Zeit. Ich kannte diese. Als ich ein Kind war, die haben mir gesagt, nächstes Jahr wird alles in Ordnung. Ich warte noch. Wir warten alle. Aber das ist ein wunderschöner Song aus Israel. Das ist ein Teil unserer Gebet. Ich glaube, alle Religionen haben diese Gebet auch. Thank you.
Stadtkapelle Michelstein. Auf Jiddisch würde man sagen, Städtelkapelle Michelstein. In Los Angeles. Und jetzt muss ich natürlich abgekommen. God bless you. Sei gegrüßt und gesegnet. Ja. Thank you.
There's a place in the off-world. Oh! Ich habe gefragt, wo kann man diese Noten bekommen? Das ist doch alles auf hier, alles improvisiert. Nochmal. Gebete, das ist alles wie ein Gebet, mit Instrument natürlich, aber das kommt von drinnen raus. Und Klezmer ist ganz bekannt dafür, dass der Klezmer der Spieler, der betet mit der Klarinette. Besonders Klarinette jetzt, mit die, so die Stimme von Klarinette ist genau wie menschliche Stimme. Man kann weinen und lachen mit dieser Klarinette. Wir haben hier Leo Scheliapov.
solche Leute kann man schon Geschäft machen. Also, ich verspreche, gibt noch ein paar, wie viele, Professor Dorfmann, wie viele Konzerte gibt es diese Woche? Vier? Ja. Bis nächste Woche, bis nächsten Sonntag. Bis Sonntag vielleicht zwischen 8 bis 12. Okay. In einem von diesen Konzerten, ich sage nicht wenn, wann, eine, die werden nochmal spielen. Das in Kresner, heute haben die zum ersten geübt. Er hat ihn gefragt, wie er sagt, ich will nicht allein spielen. Ne? Also ich werde mit Sharon, wir haben geübt, jetzt ist schon so etwas in Kresner. Echte Kresner machen so. Also zum Schluss, wir wollen kurz, so ungefähr Viertelstunde, von einer traditionellen Kresner-Hochzeitmusik spielen, mit unserer Kapelle hier und das ist Musik von Bessarabien, also so, sagt man, Ostrumänien, Bessarabien, und das ist ungefähr der Ursprung von Klezmermusik aus der Europäischen, und wir wollen so 6 oder 7 Stücke noch zusammen spielen. Okay. Auch eine Prüfung über alles, was ich gesagt erzählt habe. Ne? Was kommt zuerst? Abschiednigung. Ein bisschen langsamer, nach mit 3/4. Es gibt keine Prüfung. Thank you.
zu der Chuppe Mamsch. Chuppe ist hebräisch Chuppa, Chuppe, Traubaldachin. Also wenn man so geht langsam, aber hier marschiert man ein bisschen, und wir haben das schon vorher gehört, hier so ein traditioneller. Thank you.
gut. Jetzt haben wir noch drei Stücke und zwei spielen wir zusammen. Das sind natürlich die. Wir müssen das verstehen. Es gibt ja, dies ist nicht gespielt im Konzert. Das ist kein Konzertmusik. Also wenn jemand will tanzen, bitte. Es gibt hier ein Wedding Dance, der Hochzeitstanz. Dann gibt es etwas, das heißt Bulgar. Bulgar ist ein sehr schneller und auch ein besonderer Rhythmus. Das ist, naja, in Deutschland kennt man 1, 2, 3, 4. Und wenn ganz besonders ist, das 1, 2, 3. Aber in Bulgar ist bam, 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 bam. Sehr viel Drive, so sehr immer nach vorne. Und so erstmal spielen wir so ganz bescheidene Hochzeitstanz und dann gehen wir zu Bulgar mit einem ganz kurzen Zeit dazwischen. Okay, Wedding, and then we go to 17.
Konzerte. Wir haben drei oder vier Matinees und nächsten Sonntag gibt es ein Schlusskonzert mit Pianisten, unglaubliche Pianisten, alle sehr begabte. Es gibt einen Wettbewerb und der Gewinner von diesem Wettbewerb spielen auch und auch Kompositionswettbewerb. Also sehr, sehr mit viel Begeisterung. Wir machen hier viele Sachen. Okay, danke. Yeah.